Servus Leute, willkommen zurück zu Danganronpa 2. Goodbye Despair mit Osoma. Hi. Mit Ibuki, Mikan, Kazuichi unter dem Seufzschild, wo auch immer das sich befindet. Das da? Billboard? Egal, wir gehen rein. Damit Ibuki einen Hamburger mit Reis essen kann. Ja, war klar, dass sie sich rechts hinlistet. Wir gingen zurück ins Dinner. Ich setzte mich auf einen Tisch. An einem Tisch, nicht auf einen Tisch. In der Nähe des Fensters mal wieder. Puh. Ohne nachzudenken, ich konnte mir helfen, als einen großen Seufzer rauszustoßen. Krankenwagen. Bin ich dran? Nee. Nee. Oh. Also, oh, was macht ihr Leute wohl ohne eure Schwimmanzüge? Ihr wisst doch, dass es euch nicht erlaubt ist, euch im Badehaus umzuziehen, nicht wahr? Jetzt bist du. Ja, warte, ich muss gerade einen Bug-Report schreiben. So. Okay. Ja, das ist, was wir bereits tragen. Ihr wisst, ein Bug-Report. Soma ist Meister in der Bäckerei. So. Ja, ich weiß, Bug. Aber ich konnte nicht widerstehen. Was unter dieser Uniform ist, sind keine Unterhosen. Es ist ein Badeanzug. Of course. Und er sagt, of course, na klar doch. Weil du das wusstest, du bist der allwissende Kazuichi. Hast du vielleicht unter ihre Röcke geguckt? Hm? Ich bin neidisch. Nee, in der Öffentlichkeit macht man das nicht, aber trotzdem. Nun, das ist offensichtlich. Ich habe bereits auch meinen Schwimmanzug an. Hä, wirklich? Was mich daran erinnert, du hast deinen bestimmt noch nicht an, hä? Dann solltest du wohl schnell ins Bad gehen und dich umziehen. Ach du Scheiße. Sowas ziehe ich nicht an. Ja, das ist deiner. Was ist das? Ist es vielleicht etwas ungehobelt, das zu sagen, aber... Das sieht ein bisschen... ja, verwogen aus. Ich ziehe übrigens keine Unterhosen an, nur Shorts. Was ist, wenn was rausfällt? Wenn das live geht, dann wirst du komplett zensiert im Internet. Wenn was rausfällt, nein, Kopfkino. Ibuki, was machst du mit mir? Die bringt mich total um den Verstand, aus mehreren Gründen. Ach, keine Sorge. Selbst wenn's so schlimm wäre, es wird das alles nicht in ein Live-Action-Drama verwandeln. Das ist nicht das Problem. Was ist das dann? Willst du mir nicht sagen, dass... You don't wanna match with me? Dich mit mir anlegen willst? Das ergibt keinen Sinn. Nicht anlegen. Was denn sonst? Naja, du würdest dich nicht mit mir ja, abgeben, so beziehungsmäßig. mit ihm abgeben, dann will ich es definitiv nicht tragen. Ich verstehe den Kontext gerade irgendwie nicht. Achso, meint er vielleicht, dass Kazuichi auch gerade so eine trägt? Ach du Scheiße. Nee, er hat doch gesagt, dass er diese Unterhose trägt. Ja. Ja gut, ihm kann sie vielleicht stehen. Woher soll ich das wissen? Aber mir? Nee. Und die sind halt von wegen, ja, ich glaube, kämpfen ist schlecht, also haut bitte auf. Was ich mir gerade vorstelle, wenn die ihre Badeanzüge schon tragen, welchen trägt dann Mikan?
Weil wie Buki kann ich es mir einigermaßen vorstellen. Weil. Die Dinge jetzt. Ja, red du zuerst. Weil. Nee, ja. Nee, ich wollte schon übersetzen. Also ich muss sowieso noch ein Wort übersetzen. Also. Ja, weil ihre Haare, also hier rosa und blau, dann ihre Strümpfe haben dieselben Farben. Also kann ich mir gut vorstellen, dass ihr Bikini auch rosa-blau wäre. Aber bei Mika kann ich es mir nicht vorstellen. Vielleicht rosa? Also so ein. Keine Ahnung. So ein Pfirsich. Peach-rosa, keine Ahnung, wie man die Farbe nennt. Die Dinge heizen sich ziemlich scharf auf. Wenn's. Werden wir alle kommen? Ich hoffe, sie kommen bald. Und als sie das gesagt hat, Ibuki spechtelt aus dem Fenster raus. Hä? Was ist denn? Achso, das bist du. Schau mal raus! Raus! Was ist denn draußen? Isn't that Yoko? Ist das nicht Yoko? Kann sein, dass sie weint? Ich erkenn's nicht genau. Ich glaube, das ist eine Träne, oder? Ja, ist es. Mach mir auch keine Hoffnungen. Ich dachte, es wäre Miss Sonja. Sieht sie nicht ein bisschen seltsam aus? Ibuki spricht es eigentlich schon an. Tears. Es hat was mit Tränen zu tun. Also, wenn ich es beschreiben würde als ein Liedtitel, dann würde es der Lauf des der Tränen sein. Ich habe gerade eine ganz blöde Vermutung. Mit wem war Hiyoko am engsten verbunden? Mahiro. Ja. Wieso? Irgendwie glaube ich gerade, dass Mahiro tot ist. Weil, aus welchem Grund würde Hiyoko sonst heulen? Keine Ahnung, vielleicht hat jemand sie hart beleidigt. Gerade die! Naja. Wenn wieder jemand das sagt, von wegen sie stinkt. Ja gut, das würde Sinn ergeben, aber. Ja gut, wobei, wer fehlt noch? Moment, wer ist nicht da? Nekomaru ist nicht da. Gundam ist nicht da. Fuyuhiko ist nicht da. Nagito ist nicht da. Ja gut, wer könnte sie beleidigen? Gundam könnte sie beleidigen. Aber ich glaube, dem wäre das eher egal. Akane, aber Akane wäre das glaube ich auch egal. Ja, der Einzige, der mit ihr aneinander krachen könnte, wäre Fuyuhiko. Und der ist ja draußen irgendwo rumgelungert, also es wird schon irgendwie Sinn ergeben. Also hast du das jetzt schon gelesen? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Achso, nee. Hä? Es sieht so aus, als würde sie wegrennen vom Strand. Ist irgendwas passiert? Das Byte. Unabhängig unserer Fragen, glaube ich, Hiyoko rannte. Mhm. Hiyoko rannte direkt am Fenster unseres Dinners vorbei. Mit vollem Karacho. Ah, sie hat uns total verpasst. War sie nicht Teil der Beach Crew? Anscheinend kann sie nicht schwimmen, also hat sie es abgelehnt. Aber sie. Sie ist doch gerade vom Strand gelaufen, oder? Es tut mir leid, ich weiß auch nicht die Details. No, achso, Ibuki. Nun, es bedeutet einfach nur, dass Frauen voller Überraschungen sind. Mahiro wäre die Sorte, die auf jeden Fall gekommen wäre, aber überraschenderweise hat sie uns ebenfalls abgelehnt. Mahiro hat euch abgelehnt. Und es fällt mir jetzt erst auf wegen Ibukis Handschuh. Ihr Bikini wäre definitiv rosa. Aber wahrscheinlich auch blau. Es ist so unerwartet von ihr, nicht dem Event beizutreten. Weil eigentlich ist sie eigentlich
die solche Dinge plant. Aber da kann man wohl nichts machen. Anscheinend hatte sie sich nicht gut gefühlt. Es tut mir schrecklich leid, dieses Thema fortzuführen, aber warum hat Yoko geweint? Das ist es ja gerade. Entweder ist sie Fuyuhiko getroffen und hat sich mit ihm befetzt, oder sie hat die Leiche von Mahiro entdeckt. Warum fragst du uns das? Aber wenn sie vom Strand wegrennt und weint... Moment, vom Strand, das ergibt keinen Sinn. Fuyuhiko war hier, vor dem Dinner. Okay, dann weiß ich schon, was los ist. Irgendetwas läuft definitiv falsch. Hey! Wo kommst du denn plötzlich her? Kazuichi schreit er plötzlich laut auf und sah... Achso, und das, was wir sahen, war in Richtung Eingang. Ich drehte mich also um. Schick. Meine Güte, wie enttäuschend. Ich dachte, wenn ich früh kommen würde, wäre ich die Erste, die hier ankommen würde. Ich konnte mir selbst nicht helfen, außer zu starren wie so ein Idiot. Wow, Chiaki, du bist direkt im Badeanzug gekommen? Ich wollte ihn nicht mitbetragen. Wenn ich das getan hätte, dann wäre das eine ernsthafte Bürde gewesen. Ernsthafte Bürde? Das ist total... Was? Übertriebung. Also übertreiben. Übertrieben. Aber auch wenn du nichts bei dir tragen wolltest, da schleppst du doch was mit dir rum. Anstelle von Essen, von Mittagessen mitzubringen, für alle habe ich etwas Eiscreme mitgebracht. Ich würde das jetzt nicht komplett runterziehen, aber... Hey, Eiscreme am Strand ist doch toll. Eiscreme ist etwas komplett anderes als Mittagessen. Ich denke nicht, dass es als ein gutes Mahlzeit wäre. Okay, Mikan wie Chiaki morgen. Nee, aber wahrscheinlich gibt es später irgendwann einen Grund. Also ein guter Ersatz eigentlich. Ich habe ebenfalls darüber nachgedacht, was wir alles am Strand zusammen tun könnten. Also habe ich ein Brettspiel mitgebracht. Sollten wir nicht... Sollten wir spielen, selbst wenn wir jetzt den ganzen Weg zum Strand gekommen sind? Nee. Das war aber schon gemein, die Boogie. Ich verstehe. Das ist enttäuschend. Ja, so guckt Osoma in seinem Let's Play, wenn er Chiaki sieht. Würde mich nicht wundern, wenn du auch so reagiert hättest wie er jetzt. So, aber wie soll ich das sagen? Das ist was... Gapmo? Ja, das ist die japanische Bezeichnung. Ja, Mo ist süß, das weiß ich. Aber was heißt Gap? Ich bin mir da nicht ganz sicher, sorry. Ja, ich sag einfach mal süß. Das ist es also, was... Ja, wirklich süß bedeutet. Für jemand, der normalerweise... eher unauffällig ist, trägst du einen ziemlich gewagten Schwimmanzug. Badeanzug. Bikini. Es regt mich ein bisschen auf. Es ist ein bisschen aufregend so. Richtig, Hajime? Nun, ich weiß nicht. Ja, das war das, was ich gesagt habe. Mein Herzschlag wurde immer schneller und schneller. Ehrlich, Mann, ich hätte niemals erwartet, dass Chiaki solche großen Dinger hat. Ja, es sind Brüste gemeint. Das ist halt wieder so ein Slangwort für Brüste. Das habe ich schon gemerkt. Eine Säcke? Sag ich jetzt einfach mal. Ja, so große Säcke. Kazuichi, du.
Hey, ich hab das nicht gesagt, das war Hajime. Er ist der Perverse, weißt du? Was sagst du da? Ich meine, ich habe nur Augen für Miss Sonja. Ja, war ja klar. Ich habe davon geträumt, mit einer blonden Lady auszugehen, seitdem ich ein Kind war. Die Größe ist ziemlich klein, aber das war nur der einzige Badeanzug, der mir gepasst hat. Hey, hey. Sieht das nicht gut aus? Nein, ich denke, es sieht gut aus. Dann bin ich froh, schätze ich. Schätzt. Ein Chinese tragen ist ja so waghalsig. Du bekommst noch einen Bonuspunkte dafür, dass du einen weißen trägst. Was hat das damit zu tun? Ibuki. Schuldig. Ja, okay, ja, okay. Stimmt, stimmt. Mein Herz schlägt, springt nicht nur, schlägt absolut sporadisch wie badump, zump, badump, zump, zump, badump, zump. Es ist möglicherweise ein Herzinfarkt. Okay, es war Akane, ich habe die Stimme erkannt. Ja, da bist du's. Hey, ich habe euch warten lassen. Ich habe eine Stimme gehört, die von der Dinnertür kam, als die Dinnertür sich langsam öffnete und die Person, die durchging, war Akane. Die blutig ist. Okay. Merken wir uns, die erste war Chiaki, die zweite war Akane. Wahrscheinlich ist doch ein Mord passiert und wir müssen uns die Reihenfolge merken, wer wann kam. Ja, tut mir leid, dass ich euch Leute warten lassen hab. Was ist dir passiert? Was? Ist das falsch? Ich habe sichergestellt, dass ich diesmal ein Bikini trage. Nein, nicht das. Deine Wunden. Es würde schon ziemlich seltsam sein, wenn wir dir den Spitznamen Trägerin geben. Gerade. Carrie? Ja, oder Carrie. Ja, ich weiß nicht. Sag mal einfach den Spitznamen Carrie als ja. Carrie. So. Ja, aber wieso? Ich verstehe Ibuki einfach nicht. Oh, ihr redet davon. Ich war auf dem Weg hierher und bin dann in Coach Nekomaru gelaufen. Und als das passiert ist, da musste ich ihn bekämpfen, wisst ihr? Warum muss sie das bloß immer machen? Bist du wirklich in Ordnung? Dein Kopf sieht so aus, als wäre er in zwei Hälften gespalten. Naja, es wird schon heilen, solange ich ein bisschen Spucke drauf reibe, nicht wahr? Du überschätzt total die Kraft von menschlicher Spucke. Ich bin total fired up, ja, aufgeregt, aufgeputscht. Ich bin total aufgeputscht. Ich hätte niemals erwartet, dass solche starken Gegner wirklich existieren. Jedenfalls muss behandelt werden. Und außerdem müssen deine Wunden sterilisiert werden. Akane, komm bitte einfach mit mir. Mit einer unüblich dominanten Art. Mikan drückte Akane ins Badezimmer. Deswegen ist sie die ultimative Krankenschwester. Nun, ich glaube, es sollte okay sein, wenn wir sie ihr überlassen. Es war eine ruhige Stimme. Wer war denn das? Also, entweder ist es Sonja oder es ist Pecco, denke ich mal. Ja, dann muss es Pecco gewesen sein, weil okay. Sonja klingt nicht so. Was hat dieser ganze Aufruhr zu bedeuten? Oh, wer ist es diesmal? Und du bist schon nass, okay? Hajime und Kazuichi, warum seid ihr zwei hier? Hey, atmest du nicht ziemlich schwer? Ich bin einfach nur ein bisschen geschwommen.
Ein bisschen geschwommen? Ja, ich bin einmal um die Insel geschwommen. Für ungefähr 3 Stunden. That's too obvious for me not to comment on. That's definitely not a little swimming. Das ist zu offensichtlich für mich, um es nicht zu kommentieren. Das ist definitiv nicht ein bisschen schwimmen. Why were you already swimming? You guys are about to swim now, right? Isn't that why you're all meeting up? Warum bist du schon geschwommen? Seid ihr Typen nicht hier, um euch zum Schwimmen zu verabreden? Warum habt ihr euch dann überhaupt getroffen? Es war nicht für, zu meinem Vergnügen. Ich habe versucht herauszufinden, ob wir von der Insel runterschwimmen könnten, zu einer anderen. Hä? Aber ich konnte keine anderen Inseln finden. Es scheint so, als wären da Schwierigkeiten, diese Insel durch Schwimmen zu verlassen. Ja, wenn du schon nach 3 Stunden Schwimmen keine weitere Insel siehst, dann ist es nicht nur schwierig, dann ist es unmöglich. Ja, das mag vielleicht wahr sein. Irgendwie, ich glaube, ihr Bikini passt nicht. Der BH kommt mir ein bisschen zu klein vor. Warum schwimmt sie mit Schwert? Das ergibt keinen Sinn. Und mit Brille. Ja gut, das mit Brille kann ich mir noch irgendwie erklären, aber mit dem Schwert? Hey, Hajime! Was? Eine Frau mit nassen, zurückgekämmten Haaren. Ist auch ziemlich cool, nicht wahr? Und dieser Körper auch. Mann. Okay, Ibuki zeigt sich immer mehr, dass sie lesbisch ist. Junge Ladies sind wirklich ziemlich gut ausgebaut heutzutage. Ist das eine Herausforderung gegen alle anderen Frauen in der Welt? Alles klar, Ibuki akzeptiert die Herausforderung mit der Power der Technologie. Zeit, meine Püppchen aufzupumpen mit viel Silikon. Oh. Sag nicht solche. warte, es. Oh Gott. Unnötig? Glaube ich. Keine Ahnung. Oder Asinine. Dumm, idiotisch, okay. Sag nicht solche idiotischen Dinge. Doch, bitte. Das macht dich doch nur noch liebenswerter, Ibuki. Wie auch immer, es sieht so aus, als ob fast alle hier wären und es ist fast 4 Uhr nachmittags. Fast 16 Uhr sozusagen. Selbst wenn. Alles, was jetzt noch übrig bleibt, ist. Ja, genau sie. Es tut mir schrecklich leid für meine Verspätung. Ah! Misanya ist hier! Oh Mann! Ich habe so viel Spaß mit dem Spiel, das ist grandios. Er verdoppelte seine Aufregung. Alles klar. Welche Art von sexy Schwimmanzug wird Miss Sonja wohl tragen? Lala. Das sieht aus wie, erstens haben Taucher sowas an, so einen Neoprenanzug. Und, Motorradfahrer auch. Allerdings weiß ich nicht, ob's, die Rennfahrer tragen. Also hier beim Motorsport. Ja, es ist ein Neoprenanzug. Es ist, um Sonnenbrand zu verhindern. Ich möchte nicht, dass meine Haut durch Sonne geschädigt wird. Ja, das glaube ich dir sogar, Mädchen. Wie auch immer, ich habe zuvor noch niemals einen Neoprenanzug getragen. Deswegen war es ziemlich schwierig, ihn anzuziehen. Und dadurch habe ich mich verspätet. Wirklich, es ist meine Schuld. Oh my. Oh my. Also ich kann ihn schon verstehen, dass er auf Miss Sonja steht. Ich sehe einen Neoprenanzug. Und Miss Sonja hat so wunderschöne weiße Haut. Miss Sonja. Aber dieses Outfit ist so unglaublich.
Enges Outfit. Oh ja. Ja. Aber so ein enges Outfit ist unglaublich. Das ist genau das, was ich von einer 100% reinblütigen Prinzessin erwartet hätte. Dieser Kerl erholt sich ziemlich schnell. Wie auch immer, was macht ihr beiden hier? Ich antworte, Miss Sonja. Also ich antworte das. Um ehrlich zu sein, ich wollte auch auf den Strand gehen. Bitte, können wir mit euch kommen? Nun, normalerweise war das ja ein, ja, Mädchen-only-Ereignis, um unsere Freundschaft miteinander zu verstärken. Exception. Ausrede? Ausnahme. Also. Denkst du vielleicht nicht, du könntest eine Ausnahme machen? Bitte! Nun, ist schon okay. Es ist nicht so, als gäbe es irgendwelche Probleme. Selbst mit den Jungen. Selbst wenn da ein paar Jungs sind. Nun gut. Da ihr nun mal schon diesen Weg hierher gekommen seid, wäre es wohl ziemlich schlecht, wenn wir euch hier verlassen würden. Ah, Miss Sonja, Sie sind so freundlich. Alles klar, nun ist entschieden. Lasst uns gehen. Aber Akanis Wunden werden immer noch behandelt. Halt's Maul! Es gibt keine Möglichkeit, dass wir hier noch länger rumstehen können. Ich gehe schon mal voraus und bereite alles vor. Ich stelle die Sonnenschirme auf, ich bereite die Drinks vor. Ich meine es, ich verspreche, ich werde euch... Ja, Hund. Halt die Schnauze da unten. Ich gebe alles, was ich habe, um dass wir alle Spaß haben. Mit einem... Oh, kann der nicht die Schnauze halten. Mit einer abnormalen Geschwindigkeit zischt er aus dem Dinner heraus. Ich bin umgeben von Mädchen-Bikinis. Das ist schon so ein bisschen seltsam. Ich glaube, ich sollte wohl gehen und Kazuichi helfen. Hat das jetzt Chiaki gesagt oder du? Nee, hier. Typus. Hajime. Okay. Als ich meine Entschuldigung so dahermurmelte, rannte ich ebenfalls aus dem Dinner. Fast so, als würde ich versuchen zu entkommen. Aber Ibuki, ihr Bikini, den würde ich jetzt gern sehen. Das ist unfair. Warum darf ich von allen die Bikinis sehen, nur von Ibuki und Mika nicht? Kann ich nicht reingehen und irgendwie unterm Rock gucken? Ist ein bisschen peinlich, da wieder reinzugehen. Ich glaube, ich sollte hinter Kazuichi am Strand hinterher. Na gut. Wahrscheinlich hier rein, oder? Ja, steht ja da, Candler Beach. Hä? Diese Glocke, jetzt? Könnte es sein? A body has been discovered. Eine Leiche wurde gefunden. Also dann, nach einer gewissen Zeit, wird die Klassenverhandlung beginnen. Wie war das? Es müssen drei Leute eine Leiche finden, oder? Gehen wir mal davon aus, Hyoko hat sie gefunden. Jetzt Kazuichi eventuell? Wer noch? Fuyuhiko wird noch übrig bleiben. Oh, Schnauze. Ich glaube, es müssen zwei Leute eine Leiche finden. Oh, dann, okay. Mal angenommen, Hyoko hat sie zuerst gefunden, die Leiche, und jetzt Kazuichi. Ein Körper? Das ist eine Lüge, unmöglich. Das kann Kazuichi sein. Ja, das glaube ich auch. Irgendjemand! Irgendjemand muss herkommen! Das war definitiv Kazuichis Stimme. Sie klingt so, als ob sie in der Nähe wäre. Mit anderen Worten, keine nette Strandshow mit Bikinis. Egal, zum Glück gibt es ja noch dieses Bonusspiel, wo alle irgendwie... Naja. Ich könnte jetzt einen richtig bösen Cliffhanger machen. Okay, es gibt zwei Eingänge.
Ich glaube, das werde ich jetzt auch. Einfach weil ich gemein bin. Oder Kazuichi ist tot. Kazuichi ist tot, sage ich schon. Fuyuhiko. Na gut, ich mache hier erstmal einen Schnitt. Das war Danganronpa 2. Goodbye, Speer. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Vielleicht.